Samuel Walser, heute hat es 1-6 Niederlage gegen Servette, nachdem man einen sehr starken Saisonendspurt hatte. Ist so ein bisschen die Luft draussen, nachdem man gestern die Playoff-Qualifikation gesichert hat? Ja, ich glaube, wir waren vielleicht ein bisschen zu wenig konzentriert. Ja, wir sind ab und zu ein bisschen ausgenommen worden wie Schulbuben. Das darf sicher nicht passieren. Und, ja, wir haben unser erstes Ziel erreicht. Aber eben, ich glaube, wir sind heute nicht zufrieden mit der Leistung, die wir gezeigt haben. Zum Glück hat es nicht allzu viele Fans gehabt, die es hier gesehen haben. Nein, aber ja, wir sind sicher nicht zufrieden. Wir müssen jetzt schauen, dass wir es abhökeln können und die Steigerung suchen wieder. Die Steigerung muss her gegen Zug, Qualifikationszweiter, Gegner in den Viertelfinals. In der Meisterschaft hat man zweimal gewonnen, zweimal verloren. Einmal hat ihr getroffen. Mit was für ein Gefühl geht ihr in die Match hinein? Was muss gegen Zug gehen, damit da, dürfen wir sagen, eine Überraschung gelingt? Ja, wir wissen, der Zug ist ein enorm starkes Team. Ich glaube, wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir sie schlagen können. Und ich glaube, ja, sie liegen da. Es wird sicher ein sehr, sehr schnelles Match geben. Und, ja, wir hoffen, oder wir sind bereit, dass wir den Zug da beistellen können. Ja.